So, mal ganz kurz das Wort zum Sonntag. Ich habe heute Sonntag gehabt, wo plötzlich alle Puzzlesteine sich ineinander gefügt haben. Das sind so die Momente, kennt ihr das? Wenn ihr nicht einmal genau wisst, wonach ihr gefragt habt. Und plötzlich tauchen überall, von überall her Möglichkeiten auf. Das ist der Moment, wo ihr wisst, dass ihr in Übereinstimmung mit euch seid. Dass ihr gewillt seid zu empfangen, dass ihr gewillt seid, alle Möglichkeiten zu sehen, dass ihr gewillt seid, ihr selbst zu sein. Das sind so die Momente, wo ihr wisst, ich bin nicht allein, da ist noch was, was mir beiträgt. Das Universum zum Beispiel, ihr könnt es Universum nennen oder euer höheres Selbst oder den lieben Gott, das ist ganz egal. Aber ihr wisst, ihr seid plötzlich in diesem Flow. Da ist diese Übereinstimmung mit all dem, wonach ihr gefragt habt, bewusst oder unbewusst, wo ihr wisst, das ist es jetzt, was passiert, wo ihr nur zugreifen braucht. So, das ist meine Einladung an euch. Wirklich nur ganz kurz als Wort zum Sonntag. Diese Momente zu erkennen und dann zu handeln. Ja, und dankbar zu sein dafür und euch zu freuen. Happy zu sein über all die Möglichkeiten, die ihr ergreifen könnt, jetzt. Ohne in den Zweifel zu gehen. Das sind die Momente, wo ihr wirklich im Fluss seid, wo ihr in Übereinstimmung seid mit euch. So, wenn ihr gerade nicht solche Momente habt, wenn es gerade völlig anders läuft, dann bitte erinnert euch an die Zeit, an die Zeiten, an die Situationen, wo ihr genau das gespürt habt. Wow, das Universum steht mir zur Seite. Alles flutscht. Erinnert euch an diese Momente und fragt nach mehr davon. Geht in die Energie rein, wie ihr damals wart, wie ihr euch gefühlt habt und fragt nach mehr davon. Weil ich weiß, manchmal hat man Zeiten, wo gar nichts flutscht. So, was, wenn das nicht tragisch wäre? Was, wenn das nicht besonders relevant oder signifikant wäre? Sondern was, wenn das einfach nur ein Stupser wäre, der euch zeigt, ups, ich bin gerade nicht so in Übereinstimmung mit mir, mit dem Universum, mit dem Planeten, mit allen anderen, mit meinen Fragen, mit dem, was ich weiß, was ich mir wünsche. Ich bin gerade nicht so auf meiner Linie. Okay, vergesst es. Geht in die Energie von diesen Momenten, wo ihr das wart und fragt nach mehr davon.